what they do and sell. And I don't care what they say. Wanna follow my whole way. Ja, also Mark ist mein Vocal Coach, der schaut genau auf die Aussprache, auf das alles Englisch, wirklich Englisch klingt, auch grammatikalisch alles korrekt ist, weil ja, ich habe halt in der Schule Englisch gelernt und kennst du vom Songs hören und ja, verfolgen, aber so ganz perfekt ist halt einfach erst, wenn er dann auch sagt, so, jetzt stimmt's, und das ist eigentlich so seine Aufgabe. Officially my job is vocal coach, because we are in the studio in real time recording tracks and focusing on pronunciation and trying to not overcomplicate the process with too much information so that we don't lose feeling and emotion and performance. Er gibt ganz genaue Anweisungen, er weiß genau, was er sucht, was er will, und daher ist es für mich eigentlich auch einfach, das dann umzusetzen. Aber manchmal natürlich sind es Wörter, die einfach einem sehr schwierig fallen, halt vom Schweizer Akzent her. Und dann muss man halt schon eine halbe Stunde vielleicht an einem Wort irgendwie arbeiten, dass es dann so klingt, wie es soll. It's very easy to work with him. Ja, also es sind auf jeden Fall manchmal gefühlte tausendmal. It's very easy to push him. Ja, es kommt schon vor, dass man das 50 Mal einsingt, auf jeden Fall. Which you can't really say from most singers. Mark Edwards begleitet Jesse als Vocal Coach. Der große Vorteil von Mark ist neben seinem brutalen fachlichen Wissen natürlich auch, dass er einfach gebürtiger Amerikaner ist und Englisch seine Muttersprache ist. No matter what may come, it's time to make it right. So. Faszinierend bei Jesse ist es eine Stimme. Wer ihn einmal live gehört hat, der weiß, dass Jesse direkt ins Herz singt. Und das meine ich nicht nur so, sondern selbst ich musste schon ein paar Mal eine Träne verdrücken, wenn er gesungen hat. Und das ist unglaublich. Diese Kraft und diese Intensität, die Jesse mitbringt, das ist ein Talent, das haben auf der Welt nur ganz wenige. Und daher bin ich ganz fest überzeugt, dieses Album wird fantastisch. Und ich meine wirklich fantastisch.